Hallo zusammen. So, ich habe mir was ganz Besonderes ersteigert. Ein altes Weckradio. Ein Weckradio an sich ist natürlich nichts Besonderes, aber dies hier hat einen ganz besonderen Charme. Das hat ein Klappzahlen- oder Rollzahlen-Uhrwerk. Dieses Radio ist etwa 50 Jahre alt. Es geht grundsätzlich noch, das ist schon mal ganz gut, bis auf, dass der Lautstärkeregler knarzt und diese Funktion hier oben mich noch nicht so ganz verstanden habe. Es ist ein bisschen gelb. Das heißt, ich werde das Ding mal aufmachen, mir mal die Kondensatoren anschauen, gucken, wie ich diesen Regler wieder in Gang bekomme und werde auch mal einen kleinen Exkurs in Sachen Retro-Bright versuchen, um das gelbe Plastik etwas wieder aufzuhellen. Also, es wird spannend, bleibt dran! So, was geht nicht? Das Uhrwerk geht, das ist schon mal super. Das habe ich schon probiert. Ansonsten muss man erstmal gucken, wie was diese ganzen Steller überhaupt einstellen. Hier kann ich das Gerät einschalten. Und da haben wir schon das erste Problem. Leichte Veränderung. Knistern, jetzt wird es gerade ein bisschen besser. Ja, man hat gerade gesehen, die Uhrzeit ist gerade weitergegangen. Grundsätzlich aber funktioniert das Radio. Na gut, ich bin gerade im Keller. Funktioniert das Uhrwerk? Das hier oben habe ich noch nicht ganz verstanden. Da kann ich nicht so richtig einstellen. Die Taste ist beschriftet mit Spieldauer. Da muss ich mal gucken, ob die was machen soll. Was dieser Regler genau machen soll, das gucke ich mir gleich mal an. Hier kann man die Uhrzeit einstellen. Ah, das Rollzahlenwerk funktioniert super. Hier oben, was konnte ich da einstellen? Achso, hier oben kann ich den Wecker einstellen. Der wird über dieses Zahlenrad justiert. Da hat jetzt was geklackt eben. Ja, genau. Ansonsten in einem super Zustand. Perfekt. Und wie ich würde sagen, wir schauen mal rein, wie das Gerät von innen aussieht, wie so ein Rollzahlen-Uhrwerk aussieht und funktioniert. Grundsätzlich bei alten Geräten, was kann passieren? Man sieht, dass es noch funktioniert. Die Halbleiter werden alle in Ordnung sein. Und wenn es keine großen Halbleiter sind, die an schweren Kühlkörpern hängen, haben normalerweise Halbleiter auch eine lange Lebensdauer. Wie man es ja auch in diesem Radio sieht. Das, was altern kann, das sind Kondensatoren. Ne? Diese ganz normalen kleinen Becher-Elkos, die verlieren irgendwann an Elektrolyt, trocknen aus und das können wir überprüfen. Das heißt, das werde ich mal so ein bisschen durchchecken, ob die Kondensatoren noch alle in Ordnung sind. Werde mal gucken, wie wir diesen Regler reinigen. Retro-Bright, eine andere Geschichte, werde ich mir auch mal anschauen, um das Gelb eventuell wieder aufzuhellen. Es gibt da geteilte Meinungen. Kann man im Internet alles ergoogeln, wie Retro-Bright funktioniert. Das Problem ist, es wird danach wieder gelb werden. Eventuell kann man das dann schützen mit einem UV-Schutzlack, den man nach dem Retro-Brighting dann aufträgt. Ja, andere Meinungen sind immer, so eine alte Patina hat ja auch was, dass so ein altes Radio auch einfach gelb aussehen muss. Ja, ich weiß nicht so richtig. Ich finde, wenn das Ding wieder richtig weiß ist, finde ich es auch wieder schick und würde man es tatsächlich irgendwo hinstellen und irgendwo als Highlight platzieren. So, also der nächste Schritt, ich mache es auf. Ja, dann tasten wir uns doch mal vor.
Ich fange mal an mit den Reglern. Die kann man in der Regel einfach abziehen. Ja, sind auch noch gut erhalten. Ich glaube, da genügt es, wenn man die einfach nur mal gut reinigt. So. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Da weiß ich noch nicht so richtig. Okay, der ist einfach. So, was mache ich mit den Reglern? Da muss ich mal gucken. Die gehen nicht so einfach ab. Na, dann schaue ich mal, bevor ich da mit Gewalt rangehe. Erstmal sind hier unten ein paar Schrauben. Und tada, da ist es. Oh je, der Lautsprecher hängt ein bisschen. Aber den hätte ich vielleicht gar nicht abschrauben müssen. Den schraube ich gleich mal wieder. Naja, kann ich auch hinterher ranschrauben. So. So muss ein altes Radio aussehen. Wie man sieht, viele Elkos. Der Lautstärkeregler, das ist dieser hier. Das sieht ganz gut aus. Das heißt, der ist. Jetzt kann ich den Lautsprecher auch, glaube ich, abmachen. Geht nicht so einfach. Der Lautstärkeregler ist nicht gekapselt. Das heißt, den kann man gut reinigen. Das sollte kein Problem sein. Natürlich mit Kontaktreiniger. So, jetzt drehe ich das ganze Ding mal um. Damit wir uns mal das Uhrwerk ansehen. So, da ist das Uhrwerk. So funktioniert's. Wie funktioniert das Uhrwerk genau? Hier hinten ist ein Synchronmotor. Der, soweit ich das ergoogeln konnte, ich habe es jetzt noch nicht nachgemessen, aber soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, direkt an der Netzspannung hängt, an 220 Volt. Das heißt, der dreht über ein Getriebe und das Getriebe ist so eingestellt, dass die Uhr im Minutentakt schaltet. So, vielmehr werde ich das Uhrwerk auch gar nicht aufmachen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, Teile des Uhrwerks etwas einzufetten. Es sind ja doch. Achso, und ich kann mir das hier mal angucken, was der hier macht. Ah, der macht schon was. Ich kann daran drehen. Spieldauer. Wahrscheinlich wird der irgendwann auch sich zurückdrehen und dann schaltet er diesen Schalter. Und dieser Schalter wird wohl das Radio einschalten oder so. Ja, spannend. Das hier ist der Wecker. Das ist der Sender. Das Band scheint noch soweit in Ordnung zu sein. Ja, da wo es nicht nötig ist, werde ich natürlich auch nicht beigehen. Ja, ich werde gleich erstmal diesen Lautsprecher wieder fixieren, weil die eine Schraube war unnötig gewesen zu öffnen. Jeder, der dieses Video schaut, weil er ein gleiches Radio erworben hat, jetzt wisst ihr es, lasst diese Schraube drin, der Lautsprecher muss nicht ab. Ja, und dann gucken wir mal.
als erstes vielleicht die Kondensatoren durch. Das heißt, doch nochmal vorweg geguckt. Ich habe mir gerade nochmal den Lautsprecher jetzt doch rausgebaut. Warum? Ich will ja das Gehäuse gleichen. Da muss ich das Gehäuse ja für abbauen. Und bin echt beeindruckt. Dieser Lautsprecher, das ist ein alter Sanyo-Lautsprecher. Keine besonders hohe Leistung natürlich. Es ist ja auch nur ein Wegradio-Lautsprecher. Aber ich muss sagen, die alte Papiermembran, die jetzt ja wie gesagt 50 Jahre alt ist, hat gut gehalten. Also ich sehe hier nirgends ein Loch oder irgendwas. Also erstaunlich, wirklich erstaunlich gut. Und letztendlich hat sich, hier kann man schön sehen, in den letzten 50 Jahren an Lautsprechertechnik auch nicht viel verändert. Ich bin mir nicht sicher, ob die Schwingspule etwas schief sitzt. Die sieht so aus, als wenn sie etwas schief ist, aber ich glaube, sie tut noch und schleift nicht. Das würde man ja im Klang hören. Ja, toll, wirklich toll. Also wirklich gute Qualität. Super. So, das Gehäuse. Jetzt muss ich gucken, wie ich das Kabel hier durchbekomme, rausbekomme. Wahrscheinlich werde ich das ablöten müssen. Genau. Ich fange mal an, den Lautsprecher abzulöten. Was vielleicht so ein bisschen kritisch ist an dem Radio, wie ich gerade sehe, hier ist gar keine Sicherung. Das war wohl damals nicht so üblich. Hat auch kein VDE-Zeichen oder so. Es ist, wie man sieht, ein FTZ-Zeichen gab es zumindest. Naja, das ist ja die FTZ. Dass es keine Störung gab. Das ist doch dieses alte Postprüfsiegel, wenn ich mich richtig erinnere. Vorsicht vor dem Öffnen, Netzstecker ziehen, habe ich gemacht. Intercord ist eine alte Firma aus Stuttgart. Aber dieses Radio habe ich auch baugleich gesehen mit den Bezeichnungen Manta. Ich glaube RD500, ich blende es gleich ein, was ich so gefunden habe. Manta, Tokio und was auch immer. Soweit ich das recherchieren konnte, wurde dieses Gerät in Korea gebaut. Und ich denke mal, dass Intercord ja eigentlich, oder was ja eher so ein Plattenlabel ist, einfach dieses Radio zugekauft hat und gebrandet hat auf deren Namen. Genau. So, Lautsprecher ist ab. Jetzt versuche ich mal. Ich bin auch am Überlegen, ich weiß noch nicht, ob ich es mache, ob ich eventuell noch eine Sicherung nachrüste. Denn so ganz ohne Sicherung ist schon so eine Netzleitung. Finde ich jetzt nicht so gut. Im Gegensatz zum Lautsprecher hat sich da ja zum Glück doch etwas getan. Boah, das ist hier echt zusammengeknotet. Oh, ei. So, ich glaube, das Kabel werde ich abschneiden müssen und dann nochmal neu kontaktieren müssen. Genau. So geht's raus. So, jetzt mal der schnelle Kondensator-Check. Kondensatoren, wie messe ich die? Wie aus meinen anderen Videos bekannt, mit meinem Komponententester.
Mit dem Komponententester kann man feststellen, ob ein Kondensator noch insgesamt funktioniert und ob er einen zu hohen Innenwiderstand hat. Denn das ist der typische Fehler bei einem Kondensator. Und das ist etwas, was man mit einem normalen Multimeter, eins hier, nicht messen kann. Es gibt zwar Multimeter, hier habe ich noch so ein altes. Da gibt es denn diese Kondensatoren-Testmöglichkeiten, aber die können wirklich nur die Kapazität messen. Und selbst wenn die Kapazität in Ordnung ist, kann es sein, dass der ESR-Widerstand, sprich der Serienwiderstand im Kondensator, zu hoch ist. Das kann man nur messen mit Wechselspannung. Das Oszilloskop macht genau das. Da haben wir auf der X-Achse haben wir die Stromkurve und auf der Y-Achse die umgekehrt. Hier haben wir die Spannungskurve und auf der Y-Achse haben wir die Stromkurve. So, jetzt haben wir es richtig. Das heißt, wenn ich kurz schließe, habe ich einen senkrechten Strich. Und wenn die Verbindung offen ist, habe ich einen hohen Strom. So, und hier ist der Nullpunkt, der geht in den negativen Bereich. Das sind plus minus, ich glaube, plus minus 8 Volt. Ich müsste nochmal ins Datenblatt gucken. Plus minus 8 Volt liegen hier an und die oszillieren hin und her. Und damit kann man Bauteile durchtesten: Transistoren, Dioden. Die Transistoren brauche ich nicht durchtesten, die funktionieren ja alle, sonst würde das Radio gar nicht funktionieren. Hier ein paar Beispiele für defekte Kondensatoren, das, was man normalerweise suchen würde. So, jetzt habe ich hier etwas kleinere Kondensatoren. Na, ich biege die mal etwas auseinander. Das ist einer, den ich aus einem Gerät gebaut habe, was einen typischen hohen ESR-Widerstand zeigt. Ja, kriege ich es hin? So, Moment. Man sieht eine Ellipse. Grundsätzlich, eine Ellipse ist gut. Ein Kondensator stellt sich als Ellipse dar bei einem Komponententester. Aber diese Ellipse ist auf einer schrägen Achse. Das heißt, hier ist ein Widerstandsanteil drin. Ne? Wenn ich einen guten Kondensator messe, das wäre so ein guter Kondensator. Dann messe ich eine Ellipse, die senkrecht steht. So, das heißt, dies ist ein schlechter Kondensator. Hier habe ich einen ganz schlechten Kondensator. Diesen Kondensator habe ich mal aus einem alten Onkyo-Verstärker ausgebaut, auch mal aufbewahrt. Und da sieht man kaum was. Der hat gar keine Kapazität mehr. Man sieht so ein bisschen, wie sich die Achse verschiebt. Der hat nur noch einen reinen Widerstand. Der ist kaputt. So sehen kaputte Kondensatoren aus. Und so sehen heile Kondensatoren aus. Jetzt haben wir hier ein Gerät. 2, 4, 6, 7, 8 Kondensatoren. Also 8 Elektrolytkondensatoren. Die anderen Kondensatoren, was immer hier so verbaut ist, sind unkritisch. Da geht keine Flüssigkeit verloren. Das sind die Kondensatoren, wo Elektrolyt enthalten ist und dieses Elektrolyt kann über die Jahre entweichen. Und dann stellt sich das so dar. Ich habe schon mal so, um zu gucken, wo die sind, mir so die Kondensatoren für mich hier auf dieser Platine markiert. Und hier ist ein Kondensator. Es ist eine Ellipse, allerdings eine sehr schmale Ellipse. Warum ist die Ellipse schmal? Weil der Kondensator noch verbaut ist. Das heißt, die Elektronik, die hier noch um diesen Kondensator herum ist, ist noch aktiv. Aber was man sehen kann, wenn der Kondensator schlecht wäre, würde man gar keine Ellipse erkennen können. Und man müsste auch erkennen können, ob die Ellipse auf einer schrägen Achse ist. Das heißt, dieser Kondensator ist in Ordnung. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe alle Kondensatoren durchgetestet. Da ist er nicht. Also auch dieser hier kann man schön sehen.
Die sind top. Also erstaunlich, wirklich erstaunlich. Diese Kondensatoren sind alle noch sehr gut und es macht keinen Sinn, diese Kondensatoren auszutauschen. Die sind alle gut. Und das finde ich wirklich erstaunlich. Wie gesagt, dass das Radio ist 50 Jahre alt. Diesen Kondensator habe ich aus einem Onkyo-Verstärker geholt, der nicht mal die Hälfte, ich glaube, der nur so 12, 13 Jahre alt war. Gut, der ist sicherlich daran gestorben. Man sieht auch an der Verfärbung, dass der in einer heißen Umgebung gelebt hat. Hier ist nichts heiß geworden, aber trotzdem erstaunlich, dass die Kondensatoren so eine gute Qualität haben. Und was man hier erkennen kann, ich mache mal etwas Licht. Empire ist die Marke. Empire. Empire. Ja, toll. Super. Also Kondensatoren tausche ich nicht aus. Ich lasse das so, wie es ist. Ich werde noch eine Sicherung ergänzen. Dann nehme ich einfach mal so eine Lötsicherung. Eine, die ich jetzt gerade da habe, ist besser als gar keine Sicherung. Werde das hier noch ein bisschen umschrumpfen, damit das ein bisschen ein Schrumpfschlauch, damit das ein bisschen besser gesichert ist. Ja. Als nächstes werde ich auf diese Getriebesachen etwas Fett geben. Schon mal vorab auf alle Potis, die etwas gekratzt haben, natürlich reichlich Kontaktspray. Ich mache es auch mal auf die Schalter. So, bei dem Poti muss ich gucken, wo ich hier reinkomme. Natürlich kriecht das auch so ein bisschen rein, wenn ich es an den Seiten auftrage, aber eigentlich besser wäre, wenn ich da von oben rankommen würde.
Und natürlich den Schiebeschalter. Ja, mehr werde ich an dem Radio auch nicht machen. Das Retrobreit hat sehr gut funktioniert. Ich habe das Gehäuse relativ gut wieder weiß bekommen. Es sieht wieder aus wie neu. Mal gucken, ob das jetzt soweit wieder einigermaßen wie es aussehen würde. Wie das mit dem Retrobreit funktioniert hat, das blende ich gleich ein, was ich gemacht habe. Ich habe es mit irgend so einem Wasserstoffperoxid 12%, das was man aus dem Friseurbedarf kaufen kann, eingerieben und etwa 5 Stunden in die Sonne gelegt. Und das hat funktioniert. Mal schauen. So, bei dem Lautsprecher ist es egal, wie rum er angeschlossen ist. Eins. Zwei. Bevor ich alles zusammenschraube, könnte man jetzt noch mal kurz hören, ob der Regler wirklich knisterfrei ist. Ich werde mal Strom anschließen. Und schauen. So. Es knistert nicht mehr. Alles gut soweit. Finde ich noch einen Sender. UKW, Mittelwelle, UKW. Ja, das suche ich gleich nochmal. Jetzt sieht man übrigens sehr schön den Synchronmotor, der wirklich ständig an 220 Volt läuft. Genau. Sehr schön. So, dann baue ich wieder alles zusammen. So, etwas Reiniger, Aktivschaum. Also, und hier steht es nun, das neue Wegradio, das neue alte. Mittlerweile weiß ich auch, wofür dieser Schalter ist. Wenn der im Automodus ist, kann ich hier oben das Radio einschalten und das Zählwerk läuft hier langsam zurück. Das Radio schaltet wieder ab. Erst dann, wenn sie weg sind. Meistens ist es dann aber auch irgendwie zu spät, um sie wieder. Lost frequencies mit. So, und jetzt kann ich mich wecken lassen, wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Also, bis zum nächsten Video und tschüss.